Also, herzlich willkommen bei dem nächsten Teil der Serie Fit mit der BlackRock. Heute mit Andy Seifert und einer Übung mit den Minibändern. Die Minibänder sind besonders praktisch, weil diese aus Textil sind. Das heißt, Sie können sie schnell mal in die Waschmaschine stecken und sie sind einfacher umzubinden als die Variante aus Latex. So, wir haben heute eine Übung, die bei uns eigentlich auch wieder in jedem Training nicht fehlen darf. Diese Übung dient zur Aktivierung der großen Gesäßmuskulatur, die einfach bei jedem Sprint gebraucht ist und volumenmäßig unser größter Muskel ist. Auch gut für Hobbysportler vor dem Laufen, um eine Aktivierung hier drinnen zu haben, aber auch für die Verletzungsprävention, da der Gluteus, der große Gesäßmuskel, unser Knie in einer neutralen Stellung hält und eben ein X-Bein verhindert. Der Andi macht dafür eine Übungsreihe. Einmal die Variation mit ganz langem Bein, findet sich dazu in einem Seitstütz. Man kann es allerdings auch ganz auf dem Boden machen, um das Ganze ein wenig zu erleichtern. Andi macht hier 5 Stück. Das gleiche machen wir dann noch einmal mit angewinkelten Beinen. Dazu befindet sich das Gesäß auf dem Boden. Die Beine sind etwa 90 Grad angewinkelt. Die Hacken sind aufeinander. Andi hebt und senkt dafür wieder das Bein. Und die Übung gibt es dann nochmal, dass die Hacken abheben und sich während der Wiederholungen nicht berühren. Auch hier wieder 5 Stück, 3 Sätze und wir haben eine gute Vorbereitung. That's it. Danke, Wolfi. Danke. Medibuyroid, the heroes of tomorrow.